so sorry, Stas. Yes. Looks like it was exposure. It must have been depressurized at some point before. Sorry, mate. Fuck, I'm so sorry. Die einen haben wir schon mal gefunden. Ihm geht's jetzt nicht so gut. That's your universal camera systems back online now. So keep an eye out for anything while you work. Okay. Hello? Is someone there? May, it's Emma. Oh, da ist noch jemand. You have no idea how happy I am to hear you. Emma! Oh my god, Emma, I'm stuck in Shenzhou. Where are you? We've just made it to Central. Who is we? Me and Sam. I don't know where anyone else is yet, except... except Stas. He's dead, mate. Oh, God. How? It looks like Central depressurized. It's okay now, though. He's in his suit, but I don't think he had O2. What about Jim? Josh? Ailsa? Nothing yet. We had like a full power outage. Sam has lost most of his functions and we're slowly getting him back to speed. Okay. I'd like to help, but I'm stuck in the Chinese arm. There's something wrong in UN3. It's all locked down. I'll get Sam to look into it right now. Sam, check the station alerts. Make that the priority if you can. Stationswarnmeldung online. Um die wichtigsten Stationswarnmeldungen kümmern. Okay. Link- und Navigationssystem ist auch schon mal nicht uninteressant. Nehmen wir direkt mal mit. Jetzt halt nicht verfügbar. Na gut. Laptop. Na, da geht aber nichts mit. Okay, wir gucken mal. Wo gibt's denn irgendwelche Warnmeldungen hier? Wo sehe ich das denn? Da unten wahrscheinlich, ne? Kühlmittelkreislauf. Also war keine Warnmeldung. Ah, hier. Ach doch, so viele. Okay. Erforderliche Aktion, Besatzung informieren. Kühlmittelkreislauf. Temperaturungleichgewicht in Kühlmittelkreislauf A. Fehler im ATKS entdeckt. Besatzung in Gefahr. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht gut. Müsste ich sie jetzt informieren? The coolant network is reporting multiple errors. Recommend investigation. That could give us problems later on. Have a look at the network hub, please, Sam. Okay, jetzt ist alles grün. Eine Übereinstimmung? Habe ich auch gerade gemacht. Ja, aber hier ist da nichts mehr jetzt, ne? Oder muss ich da in einem speziellen Bereich sein hier. I can hear you in there, Sam. The door is locked down and I think there is an override active. Something atmospheric. Das ist schwer zu sagen gerade. Das ist keine Schwerkraft. Hauptpumpe. Nicht bereit, nicht bereit. Steuerung der Hauptpumpenkontrolle gesperrt. Pumpenneustart erforderlich. Jede Pumpe muss nach Vorgabe des Schaltplans aktiviert werden. Steuerung der Hauptpumpenkontrolle gesperrt. Hier steht aber keine Reihenfolge. Okay. Hat keinen Strom. Ich weiß nicht, ob es hier... Ja, hier ist eine Pumpe. So eine kleine Pumpe. Nötige Schaltplandaten nicht gefunden. Okay. Gut, Tracking-Sensor. Wäre auch nicht ganz unwichtig. Derzeit nicht verfügbar, na toll. Das ist noch eine Pumpe, ne? Laptop. Nee, da.
den haben wir auch nicht. Ist hier noch irgendwas? Da hinten noch eine Pumpe oder was? Hier. 10 Zugang ist schon mal immer gut. Auch wenn wir noch nicht wirklich was damit anfangen können gerade. Okay. Ja, wo kriege ich denn die Daten her? So, ich muss erstmal gucken, ob hier. Das geht doch gar nicht. Was? Gar kein Strom. Ob wir hier eine Atmosphäre haben. Dann über Systemzugänge. Barriere den Kühlkreislauf, ja. Please repeat your previous request. Have a look at the network hub, please, Sam. Network hub? Was ist denn hier ein Network hub? Laptop, ja, aber. Repariere den Kühlmittelkreislauf in UN03. Wenn das so einfach wäre, würde ich das ja auch tun, ne? Kühlmittelkreislauf, Laptop, ja. B. Am Laptop irgendwas machen? Ah! Ist das? Das gibt's doch gar nicht. Ist das fies? Einen Speicherkern kombinieren. Ja. Natürlich. So. Hier, ne? Ja. Restliche Fragmente? Da ist noch ein Fragment. Hier. Jetzt haben wir es, sehr schön. System resets will require the adapters to be configured. Aber da, okay, welche Reihenfolge? Kann ich 1, 2, 3, 4? Aber ist es L oder Konfiguration? Wobei, nee, das ist das gleiche. Dann oder was? Wenn wir 531 anfangen. Okay. Wo sehe ich denn, welche ist? Ich sehe es nicht. Aber. Nee, so auch nicht. Der Kreislauf. Ja, welche davon? Das ist jetzt schwierig. Ist da was drauf? Da, 136. 136. Welche muss ich zuerst starten?
531 muss ich zuerst starten. Okay. Naja, das ist hier auch nicht. Okay, da steht gar nichts drauf. Dann wird es wahrscheinlich die hier sein. Netzwerk offline? Wie? Ist das falsch oder? Network Schematic. Ich weiß halt nicht, ob der richtig ist, ne? Da steht nichts dran. Was sind denn hier auch? Moment. Kreislauf Hauptpumpe. Vielleicht muss ich erst zur Hauptpumpe. Nee. Okay. Dieses eine, das gibt's da gar nicht. Okay, komm, ich versuch's jetzt einfach mal. 186, das wäre die. So, wie geht das? Der Konfiguration 2. Okay. 1, 2, 3. I can see the light in here flashing. Ja. Checking the system again. Whatever you're doing, keep going. Okay. Okay, das hat schon mal gut funktioniert. 726. Wäre 3. Das war ganz fies. Hier müssen wir anfangen. 1. Und dann runter. Sehr gut. Das finde ich gut. Das läuft ganz gut. Ich habe keine Ahnung, welche das jetzt ist. Entweder 1 oder 4. Wenn wir mal 4 versuchen, wo ist die denn? Ah, 4 ist ganz einfach. Das ging auch sehr einfach, gut. Ja, dann müssen die ja wieder laufen hier. Bereit, bereit, bereit. Wenn alle Pumpen aktiviert sind, starte jede Pumpe neu und bestätige dann. Okay. Einzeln. Sehr gut. Wir müssen hier alles reparieren, ganz alleine. Ungültiger Vorgang. Verstehe. Good job, Sam. That will allow us or anyone else access to the Universal Modules 3 and 4 as well as the Shenzhou Arm. Problem on the EAS arm. I think whatever moved us to Saturn caused us to shake. Wait, what? Saturn?
Sorry, I should have mentioned that. I'd say it's a long story, but all I know is that Sam thinks he brought us here. Shit. Saturn? I mean, Christ, I don't know where to begin. Look, I'll head outside and try to get this sorted. I still have my suit and plenty of O2. Be careful, May. I'll be fine, Emma, don't worry. Hm, okay. Shenzhou-Arm, okay. Wo ist die? So, was ist jetzt hier bei dir? Haben eine Mission? Warnmeldung. Dann machen wir mal weiter. Das ist die nächste. Crew Tracking Sensoren. Ja, die sind ja schon länger kaputt. The connection between crew tracker functionality and Sam OS has been severed. I need those sensors working. Go get them online and I'll fix up the crew tracker from this end. Mhm. Aktiviere den Crew Tracker in UNR01. Sehr gut. Wenn das so einfach wäre. Ich hab vorhin schon versucht. Hm? Hier ist das so ein Crew-Tracker. Ach, jetzt geht's, oder was? Hm, Sensorkalibrierung? Wert. Wäre super. Wie anpassen? Achso, ich muss dann jetzt hochfahren. Das kann ich, das ist gut. Punkt Testsystem verfügbar. Was? Was? Wie? Alles was weiß ist, muss ich jetzt grün machen, oder was? Ja, der Wahnsinn. Sensor 1 is online and receiving data. Okay. Ja, dann ist ja gut. Okay. Wo sind die anderen? Der ist okay, ne? Da. Was fliegt denn das Teil hier rum? Ein bisschen Wartung hier. Ist doch auch mal nett. So, erstmal hochfahren. Das nicht falsch klicken hier. That's sensor 2 online now as well. Sehr gut. Okay, einen haben wir noch. Hier ist noch ein Tracker. Hm, wo haben wir den? Das macht irgendwie Spaß. Das ist so eine einfache Arbeit, aber irgendwie. Weil es ja halt wichtig ist, ne? Irgendwie hat das was. Man weiß ja nicht, was jetzt passiert. Wir kalibrieren weiß zu grün. That's them all online now. I'm almost done here, thanks to you. Sehr gut. So, was haben wir noch? Becker online. Where's my crew, Sam? Besatzung finden. Kannst jederzeit das Sam OF aufrufen.
Ja. Ah, hier, Crew Tracker. Neue Funktion. Belegte Daten. The tracker for Jim Elias is showing corrupted data. There must be a fault. Das heißt ja gar keine Daten. Is there any location or medical info? Captain Jim Elias is located in the Russian arm. I am unable to determine his exact location. Okay, is there any biomedical data making it through? Nee, nicht wirklich. There is no biomedical data being received for Captain Jim Elias. Okay, what about Josh? Please tell me you have something on him. Nicht so richtig gut aus. The tracker for Josh Ramon is showing a weak connection. Can we get a position on him? Mm-mm. Is there any biomedical data showing? Nix da. The location of Josh Ramon is unknown. Is there any sensible data coming through for him? There is no biomedical data being received for Josh Ramon. I don't understand. Maybe there is some interference. May, we've got a fix on Jim. He's in the Salyut somewhere. Good. Get him to sort this mess out. Tell him he owes me an explanation. Wait. It looks like your camera's in the Russian armor offline. Let me get that for you now. Hm? Okay. Mach hier auch Zugriff, oder was? Get a visual on the captain for me, Sam. Where is he? Ja, keine Ahnung. Hier wahrscheinlich, oder... War der Captain nochmal? Irgendwo hier. Da fliegen irgendwelche Leute draußen rum. Ist erstmal keinen hier. Mal aufladen. Zumindest sehe ich hier keine Leichen rumfliegen. Aber immer draußen. Ha! Ein paar Kameras, oder? Nur so ein paar. Russischen Arm lokalisieren. Ja, ich bin ja gerade dabei.